Hallo zusammen, schön, dass ihr reinschaut. Ich grüße euch herzlich zum vierten Advent. Heute am vierten Advent ist Weihnachten gar nicht mehr weit. Nur noch wenige Stunden trennen uns vom Fest der Freude, vom Fest der Liebe. Bei mir macht sich Vorfreude breit. Ein Kribbeln, das mich durch die Tage davor trägt. Kennt ihr dieses Gefühl auch? Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es. Ich erlebe das genauso. Wer sich lange vorfreuen kann, der erlebt die Momente doppelt so lange. Sich vorfreuen ist fast so schön, wie den Moment selbst zu genießen. Ich nenne solche Glücksmomente gerne auch Sternenmomente. Sie durchstrahlen meinen Alltag, wie Sterne, die nachleuchten. So können auch diese Momente in mein Leben hineinleuchten. Vorfreude überbrückt also das Warten. Manches Mal kommt zu unserer Vorfreude auch die Erwartung auf die tollen Momente. Welche Erwartungen habt ihr, wenn ihr an Weihnachten denkt? An den Heiligen Abend, das Miteinander. Ich hoffe, dass unsere zu hohen Erwartungen uns diese Momente nicht vermiesen. Eins ist sicher, in diesem Jahr werden wir wohl diese Momente ganz anders wahrnehmen. Ich wünsche uns, dass wir uns der Weihnachtszeit hingeben können. Vielleicht ganz neu auf das eigentliche Geschehen hinhören und es in unser Herz aufnehmen und es nachwirken lassen. Und wir dadurch vielleicht auch einen anderen Blick haben. Und unsere Freude an den kleinen Momenten unser Herz berührt. Dem vierten Advent liegen zwei Texte zugrunde, die sich auch mit der Freude befassen. Im Philipperbrief steht in Vers 4, freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Sich alle Wege freuen, immer und überall, egal in welchem Chaos ich mich auch gerade befinde. Geht das? Wenn man davon spricht, sich alle Wege zu freuen, dann heißt das nicht, freut euch in der Not, im Schmerz und im Leid. Hier steht, freut euch im Herrn alle Wege. Im Glück und in der Not gilt es, die Freude im Herrn nicht zu verlieren. Deshalb bleibe in Glück und Not fest an der Freude im Herrn. Hier steht, freut euch im Herrn alle Wege. Es gilt, die Freude im Herrn nicht zu verlieren. Im Glück, in der Not sei und bleibe unsere Freude im Herrn. Das heißt also, dass Jesus unser Lebensinhalt ist. Unser Kindsein in Gott unsere Lebensfreude überhaupt bestimmt. Dann können wir tiefe Freude empfinden. Das gilt es im Blick zu behalten. Und das muss wohl auch Maria getragen haben, als sie die Botschaft erhalten hat, die ihr Leben durchgeschüttelt hat. Sie, die Unverheiratete, die Niedrige, die Normale, die Unerfahrene, die gerade mal 14- oder 15-Jährige, Maria bekommt Besuch von einem Engel. Maria regiert auf die Botschaft so anders als erwartet, mit Bedacht und mit einem großen Ja, mit einem riesengroßen Vertrauen, sagt sie Ja und preist Gott für diese besondere Aufgabe. Sie stimmt in einen Lobgesang ein Gebet, das Gott so groß macht und von einem sehr tiefen Glauben zeugt. Sie spricht, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Für mich ist der tiefe Glaube von Maria eine Ermutigung. Maria war bewusst, Gott ist ihr nahe in allen Facetten ihres Lebens. So kann sie einstimmen in das, freut euch, der Herr ist nahe. Der große Gott ist uns nahe, ganz nahe gekommen. Er hat sich auf unsere Welt eingelassen
wurde uns allen zum Vater und Freund. Wie wohltuend die Nähe von Menschen ist, wissen wir alle und wir spüren es in diesen Tagen besonders, weil wir es vermissen. Ich wünsche mir und euch, dass wir es genauso deutlich spüren, dass Gott uns nahe kommt, wenn wir entdecken, wie sehr er uns guttun möchte. Spürt hin, hört hin, lasst euch überraschen und seid euch bewusst. Genießt die Sternenmomente der Weihnacht, damit sie auch in euren Alltag hineinstrahlen, die Tage nach Weihnachten. Weil das Momente voller Freude sind und die Freude fast übersprudelt, kann man auch sagen, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Übernatürlich klingt das, aber genau das trifft es. Denn bliebe es bei Weihnachten, würden wir nur einen Geburtstag feiern und nicht die Weihnacht, die heiligen Momente. Das ist das größte Geschenk überhaupt. Jesus kam für mich und dich. Diese tiefe, echte Freude ist die, die mein Herz bewegt. Amen.